So und hallo an alle, jetzt hier mal wieder ein Video hier auf Lukas007 und ja, wir spielen mit Chemnitz. Ja, mein Mikrofon ist da, schon länger eigentlich, aber ich habe einen neuen Kanal mit einem, ja, mit einem Bekannten gegründet und ja, wir spielen jetzt mal mit Chemnitz, habe ich mir überlegt und ich habe die brandaktuelle Datenbank 1415. Link werde ich euch in die Videobeschreibung stellen. Und ja, können wir sogar vielleicht noch ein paar mehr Ligen nehmen? Ja, ganz Hammer. Regionalliga passt eigentlich so. Schauen wir mal. Nehmen wir San Marino Liga nicht. Ne, können wir eh nicht. Dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter. Ja, wir beginnen, wie schon gesagt, mit Chemnitz. Hier ist Red Bull Salzburg. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich mit Red Bull Leipzig mache. Aber ich bin jetzt ganz ehrlich nicht so ein Fan davon. Oder Rasenballsport Leipzig, wie sie es auch immer nennen. Ich bin nicht so ein Fan von denen. Wenn man den lösche ich mal, weil der ist ein wenig ein Fail. Weil ich habe schon gerade eben eine Aufnahme gemacht und da ist mir aufgefallen, ich habe ohne Finanzen gespielt. Und ich nenne mich wieder Lukas. YouTube. 5.5. Und machen wir mal ein bisschen älter hier. Keine Ahnung. Wie alt sind so normaler Manager? 55 ungefähr. Die Jüngeren sind schon ein bisschen jünger. Sagen wir mal 45. Keine Ahnung, wie alt die ungefähr sind. Mein Lieblingsverein ist Nürnberg. Wir machen auch Chemnitz, nee. Ach fuck, mein Lieblingsverein ist doch nicht Oberhausen. Oberhausen doch nicht. Nürnberg, niemals trainieren würde ich in Fürth. Nee, Spaß, eigentlich bin ich gar nicht so anti-Fürth. Aber trotzdem, scheiß drauf. Ja doch, würde ich schon. Das lasse ich mal lieber. Ich mache einfach irgend so einen Kaffverein. Würzburg doch nicht. Wilhelmshaven, scheiß drauf. Lieblingsspieler kommt doch nicht aus Oberhausen. Mein Lieblingsspielkorn kommt. Was sage ich für eine Scheiße? Spielkorn. Spieler kommt aus Nürnberg. Und der heißt. Wer ist mein. Machen wir einfach Drimmage, oder? Aber der ist ja nicht mehr im Club. Scheiße. Oh, jetzt habe ich kein Lied. Machen wir Raphael Schäfer. Raphael Schäfer, der alte Klubberer. Wo ist der Schäfer? Da ist schon Candela drin. Also ist die Datenbank schon ziemlich aktuell. Ja, so sehe ich nicht aus. Machen wir einfach so. Ich sehe eigentlich auch nicht so auf. Und so dunkle Haut habe ich jetzt auch wieder nicht. Ich habe schon ziemlich dunkle für von Deutschen. No. So, nee. Ja, passt so eigentlich. Ist auch wurscht. Das sieht man gar nicht richtig irgendwie. Wir müssen jetzt zum Bildschirm beugen. Ich habe keine Ahnung, was ist. So, das wird immer heller. Das heißt, ich habe ziemlich dunkle Augen. Das ist, glaube ich, die 4 oder die 3. Das sind 3, glaube ich. Ich habe braun eigentlich. Ich sehe das jetzt nicht richtig irgendwie auf dem Bildschirm. Also, ja, ich glaube, ich bin ziemlich groß bin ich. Und eigentlich wie, ja, so ungefähr 85. So. Ohne, wollen Sie das? Nee. Ja, wir fangen mit ledig an. Ja. Schauen wir mal. Das ist der neue, ne? Ja. So, wir fangen mit Chemnitz, wie gesagt, an. So. Das wäre lustig, wenn man mit der zweiten Mannschaft spielen könnte. Ohne Nationalmannschaft. Würde man, glaube ich, eiskalt immer gewinnen, weil die eigentlich eine richtig gute Mannschaft haben.
Okay. Soll ich vorspulen? So. Oh nee, wir spielen gegen Hamburg. Oh Gott. Scheiße, Mann. Das schaffe ich doch niemals. Aber ich lache, wenn ich trotzdem gewinne. Aber Mann. Oh. Nein. Oh Gott. Pokalsieg. Wo ist Pokalsieg, meine ich. Das ist ja lustig. Aber erste Runde. Schauen wir uns mal den Vergleich an. 0,3 Millionen ist bei den Gehältern. Es sind nur bei den Gehältern, ne? Eigentlich. Und ich glaube, ja, 30.000 da. Eigentlich sind es nur die Gehälter, aber in den Gehältern habe ich gerade eben gesehen, wo die Aufnahme gefällt ist, dass wir da eh schon Minus haben. Das ist schwierig. Aber ich schaff's doch eh nicht in die, ach Mann, wir machen jetzt einfach. Scheiß drauf. Das schaffen wir schon. Irgendwie. Nein, das schaffen wir nicht, aber kann ja sein, dass wir es vielleicht doch schaffen. Also. So, eine neue Herausforderung für Lukas. So, ein Spielerberater. Für 75. Ich habe eh keine. Ich habe, guck mal die Schulden an. 71.000, hallo. Kann ich mir doch keinen neuen Spieler leisten. Einmal so. Oh, scheiße. Oh Gott, warum bin ich so dumm? Warum mache ich das? Egal. Komm. Ich muss jetzt mal. Hä, wofür brauchen wir denn Baukosten? Das verstehe ich jetzt auch irgendwie nicht. Hä, was mache ich denn? Wofür brauchen wir Baukosten? Die Baukosten. Also, ich kann Budget 54.000. Ich will eigentlich mal so, fangen wir mal so. Ich will im Plus sein. Vorstand. Ach Mann. Ach Mann, ey. Warum habe ich nicht nur 50.000 genommen? Egal. Dann würde ich mal sagen. Ach Mann, ich kann das Budget jetzt wieder nicht. Okay, wir schauen uns erstmal die Verträge an. Ja. Tim Hülscher läuft aus. Und eigentlich sonst was keiner. Florian. Wie heißt er? Florian Hansch, ne? Sonst eigentlich keiner. Okay, dann schauen wir uns die erste Mannschaft an. Habe ich gerade eben ja schon gemacht. Okay. Höscher und Kiel Gomez. Ein paar Spielerbilder müsste ich danach noch mal einfügen. Jetzt noch nicht. Ich muss hier mal. Also unsere Mannschaft ist ja ziemlich jung. Ist natürlich nicht so gut. Wenn die so jung ist, dann. Ja, aber ich habe ja kein Geld. Ich glaube, ich muss mit der Mannschaft starten. Es keine andere Lösung gibt's. Ja, es gibt schon eine Lösung, dass ich halt jetzt Kredit aufnehme. Aber es wäre irgendwie auch schon blöd, in der ersten Saison sich da Schulden zu machen. Wie mache ich da? Saisonziel ist obere Tabellenhälfte. Wie viel kriegen wir? 25.000. Dann schauen wir mal. Boah, ich nehme hier, guck mal diese Uhrzeit auf, ey. Diese Uhrzeit an. 6:50 Uhr. Jo, läuft bei mir am Sonntagmorgen. Läuft bei mir. Okay. Ah ja, Chemnitz interessiert jeden im Ausland.
Okay, schauen wir uns mal die Jugendmannschaft an. Haben wir hier ein Talent? Eieiei. Guck dir das mal an. Der hat ein 3,5-Sterne-Talent. Michael Groth. Guck dir das an. Der hat ein 3,5-Sterne. Ah, scheiße, das ist verletzungsanfällig. Härte, das ist ziemlich hart. Einzelspieler, naja, sein Charakter ist jetzt bis jetzt nicht so gut. Eigenständig. Das ist nicht so. Sein Charakter ist nicht so gut, ne? Ach, ich hoffe, den kann ich nach oben ziehen. Den Michael Groth. Ja. A-Jugend haben wir kein besonderes Alter. Ein Sternetalent läuft bei ihm. Erste Mannschaft, zweite Mannschaft. So, da haben wir auch ein paar Leute. Und ich würde mal sagen, also das machen wir jetzt noch nicht. Wir schauen uns erstmal den Kalender an. Alter, haben wir eine kurze Vorbereitungsphase, ne? Das ist natürlich jetzt, obwohl die WM war, so eine kurze Vorbereitungsphase. Es ist, naja, nicht so gut. Also, wir müssen gleich am 2. anfangen. Mit einem Trainingslager. Verschulden wir uns noch mehr, aber egal. Machen wir 7 Tage oder so. Machen wir 7 Tage Trainingslager. Wie viel sind es? 7 Tage? Sind es 7 Tage? Ach, keine Ahnung. 4, 5, 6, 7 sind 8 Tage. 7 müssten das sein. Okay, dann schauen wir uns hier mal um. Debrecen. Hä, wie kann man zurückmachen hier? Scheiße. Na toll. Also, Nordamerika, wen haben wir da? Vancouver. Alter, ich will doch nicht nach Nordamerika gehen. Nee. Ich gehe nach Europa. Ja. Hier gehen wir mal nach, machen wir erst so ein lokales Trainingslager. 7 Tage. Okay. Dann machen wir weiter. Warte mal, ich glaube. Warte mal. Wir müssten dann hier auch mal ein Freundschaftsspiel machen. Und dann machen wir das Freundschaftsspiel mal den schwachen Gegner. Sagen wir mal Würzburg. Dann geht's ja weiter. Ich glaube, der erste Part wird nicht so lang. Boah, ich bin heute so verpeilt. Das ist erst 6:54. So, dann noch ein Freundschaftsspiel gegen Pullendorf machen wir mal. Was ist jetzt los? Fehlermeldung oder? Nee, das, da hat jemand geklingelt. Ich muss kurzer Cut. Oder ich beende gleich die Folge und ciao!